Mein Name ist Klaus Ladder. Ich bin 1948 geboren. Ich bin seit 1965 hier. Ich habe in Wesel in einer Druckerei gelernt. Ich bin gelernter Schriftsetzer. Und in dieser Druckerei hat Otto Pankok seine Briefbogen drucken lassen und ist dann zu meinem Chef gegangen und hat ihn gefragt, ob ihm nicht jemand helfen könnte. Damals war ich 16 Jahre im zweiten Lehrjahr und hatte überhaupt keine Ahnung von Kunst. Und dann bin ich aber trotzdem hier gekommen und habe mich abends hier vorgestellt bei Otto Pankok. Jedenfalls sind wir dann auch mit Otto Pankok hier oben ins Druckzimmer gegangen und hat er mir dann erst gezeigt, wo die Holzstücke sind, wo wir sich das so gedacht hat mit mir. Und wenn ich Lust hätte, könnte ich hier hinkommen. Er würde mir dann zeigen, wie die Holzstücke gedruckt werden und wie ich mit Farbe und Papier umzugehen habe. Zwei Jahre lang ungefähr hat Otto Pankok mir das so beigebracht. Und dann ist er leider verstorben. Das sind unheimlich viele Kleinigkeiten, die beim Druck eine wirklich gravierende Rolle spielen. Die Holzstücke selber, die sind nicht winklig, die sind aus verschiedenen Hölzern gemacht, die sind wellig ineinander, die haben Risse vom Trocknungsprozess, die sind fein gesplittert, die nehmen unterschiedlich Farbe an. Im Zusammenspiel mit Farbe und Papier, das handgeschöpfte Papier, muss ich die Farbe dick auftragen, weil es schweres Papier ist, also dickeres Papier ist, muss ich die Farbe weniger stark auftragen, weil es handgeschöpftes Mütten ist, muss ich mit der Hand fester drücken, weil ich da Vertiefung im Holzschnitt entdeckt habe. Zuerst war ich daran interessiert, wie die Drucktechnik geht. Und dann kam aber dazu, dass die Farben gemischt werden mussten. Aber es war ja doch ein bisschen spezieller hier, weil die Grundfarben eigentlich nur dieses Schwarz und das Deckweiß sind die fertigen Farben und alle anderen Farben werden gemischt mit Pigment und mit Leinölfirnis. Dieses Abreiben, das Abreiben mache ich nur deswegen, damit die Luft darunter weg kann. 770 Holzschnitte mindestens sind es. Davon haben alle eine Schwarzplatte und sehr viele haben eine zweite Farbe und einige haben auch drei Farben. Im Prinzip kann man von einem Holzstock, ich will nicht sagen unendlich, aber über 100 Drucke machen, ohne dass sie kaputt gehen. Jetzt will ich noch ein bisschen Korrektur machen. Ich bin schon wieder im Rausch hier. Und dieses Hölzchen ist auch das, mit dem ich alles auch immer drucke. 770 Holzschnitte, mit der Zeit habe ich es alle mal gedruckt. So, ich nehme es jetzt auch ganz ab. Schiebe ich das hier an die Seite und vergleiche das so mit dem Druck und mit dem Holzstock. Ich hatte ja nicht gedacht, dass ich vielleicht 50 Jahre hier sein könnte. Im Grunde genommen habe ich hier für Otto Pankok gearbeitet. Das ist ein Ehrenamt. Ich bin immer und immer gerne und wenn es nicht so gewesen wäre, wäre ich nicht auch heute immer noch hier.